Wo steht Frau Merkel? Die Bundeskanzlerin und das Kanzleramt teilen die Haltung des Bundeslandwirtschaftsministers. Ich verstehe es noch nicht ganz, warum es keine Einigung gibt, wenn die Kanzlerin sich klar positioniert hat und pro Glyphosat ist. Also woran scheitert es jetzt? Ich habe auf die Regeln der Zusammenarbeit in dieser Bundesregierung verwiesen, in diesem Punkt. Also an formalen Regeln. Wie es dann weitergeht mit dieser Frage, ist ganz klar. Die Zulassung wurde vorläufig verlängert um ein halbes Jahr bis 30.06., um Zeit zu gewinnen, diesen wissenschaftlichen Dissens, der in Teilen existiert, weiter aufzuklären. Yes, I'm listening. Ja, dann wüsste ich gerne, ob die Bemühungen des Kanzleramtes, eine Einigung herzustellen, erfolgreich waren, wie Sie letzten Freitag hier angekündigt haben, und wenn nicht, wie denn jetzt eigentlich gestimmt wird. Die Sitzung läuft ja schon. Ich erinnere mich nicht, den Erfolg dieser Bemühungen angekündigt zu haben, sondern die Tatsache, dass Gespräche geführt haben. Genau, die bislang geführten Gespräche haben noch nicht zu einer abschließenden Festlegung der Bundesregierung geführt. Und was heißt das für das Abstimmungsverhalten? Naja, das heißt erstmal, ob das Thema, also ob diese Verordnung im Ausschuss in Brüssel diskutiert wird oder ob darüber auch abgestimmt wird, das kann ich Ihnen jetzt von hier aus gar nicht sagen. Das ist Sache des Rates und müsste dort auch erfragt werden. Herr Busemann? Was folgt denn daraus? Will denn dann die Bundesrepublik versuchen, die Abstimmung zu verschieben, bis eventuell Einigkeit hergestellt wird? Also, wie gesagt, wie die Sitzung dieses Ausschusses heute und morgen in Brüssel abläuft, das ist Sache des Rates, muss dort erfragt werden, ob diskutiert wird, ob auch abgestimmt wird. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, die bisher geführten Gespräche haben eben noch nicht zu einer abschließenden Festlegung der Bundesregierung geführt. Wenn es bei einem nicht einheitlichen Meinungsbild bleibt, dann gelten die Regeln, die diese Koalition sich gegeben hat, und dann müsste Deutschland sich enthalten. Herr Jung? Herr Hoffe, können Sie kurz schildern, wie das Umweltministerium die Kanzlerin überzeugt, in seinem Sinne, also im Sinne des Umweltministeriums, sich zu entscheiden? Weil es hängt ja anscheinend an der Kanzlerin. Herr Seibert hat ja gerade gesagt, dass Gespräche geführt werden, und dazu habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Die Meinungen sind ja breit ausgetauscht worden. Herr Herpel? Es soll ja, oder im Gespräch ist ja nun auch die Zulassung von Glyphosat zu verlängern um ein Jahr. Wie stehen dazu die beteiligten Ministerien? Und die zweite Frage an Herrn Seibert: Wie positioniert sich denn ganz konkret die Kanzlerin in dem Streit? Also wenn dann, es geht ja quer durch die Ministerien, zum Teil CSU besetzt, zum Teil SPD besetzt. Wo steht Frau Merkel? Die Bundeskanzlerin und das Kanzleramt teilen die Haltung des Bundeslandwirtschaftsministers. Die Frage war noch offen. Wie stehen die Ministerien zu einer zu der Verlängerung, zu einer möglichen Verlängerung der Zulassung? Also Herr Seibert hat ja gerade ausgeführt, wir sind derzeit in Gesprächen, die noch nicht zu einem Abschluss gekommen sind. Dementsprechend gibt es auch keine Haltung zu irgendwelchen Zwischenschritten. Wollen Sie ergänzen? Das ist das, was ich auch sagen kann, ja. Genau. Ich habe noch nicht ganz verstanden, weil die Sitzung läuft jetzt ja schon. Also glauben Sie, dass es bis zur Abstimmung noch eine Einigung geben kann? Wer sitzt da eigentlich konkret drin und hebt für Deutschland die Hand? Und von wem bekommt der am Ende sozusagen seine endgültige Vorgabe, wie er zu stimmen hat und wann? Das ist der zuständige Ausschuss, heißt SCOPAF, in Brüssel. Das ist der Ausschuss für Lebensmittelsicherheit, Tierfuttermittel, Pflanzengesundheit und so weiter. In diesem Ausschuss sind Vertreter der federführenden Ministerien aus den Mitgliedstaaten. Deutschland sitzt ja da als Berichterstatterland, und dementsprechend warten wir heute ab. Die Kommission hat nach all dem, was wir derzeit wissen, den neuen aktuellen Verordnungsentwurf heute vorgelegt. Der wird im Rahmen dieses Ausschusses präsentiert und diskutiert werden. Und wie der Ausschuss dann verläuft, da Seibert ja gerade schon alles dazu ausgeführt, können wir von hier aus nicht treffen. Das wären Mutmaßungen, und die will ich mir hier nicht zu gemein machen. Herr Lange. Ja, es ist jetzt arg formal, aber Herr Seibert, die Geschäftsordnung der Bundesregierung gibt meines Wissens da gibt es keine Enthaltung. Also da gibt es bei Meinungsverschiedenheiten einen Beschluss der Regierung oder eben
das, was wir immer so gerne als Machtwort bezeichnen. Also jetzt sagten Sie gerade die Regeln des Koalitionsvertrages, also schlägt jetzt sozusagen der Koalitionsvertrag die Geschäftsordnung der Bundesregierung oder wie ist das? Also ich bin da ein bisschen ratlos, danke. Es besteht Einstimmigkeit in der Bundesregierung, in den Koalitionspartnern in dieser Bundesregierung darüber, dass in einem solchen Fall, wenn es nicht zu einem einheitlichen Meinungsbild käme, Enthaltung angesagt wäre. Herr Maruschek. Herr Haufe, Herr Obern, Sie sagen, es gibt noch keine Einigung, aber gibt es denn irgendwie eine Annäherung oder gibt es irgendwelche Punkte, wo man sich näher gekommen wäre? Also ich denke, dazu ist alles ausgeführt worden. Wir haben ja gesagt, wir befinden uns in Gesprächen. Wir haben noch keine abschließende Haltung der Bundesregierung hier destillieren können und dementsprechend laufen diese Gespräche weiter. Herr Jung? Ich verstehe es noch nicht ganz, warum es keine Einigung gibt, wenn die Kanzlerin sich klar positioniert hat und pro Glyphosat ist. Also woran scheitert es jetzt? Ich habe auf die Regeln der Zusammenarbeit in dieser Bundesregierung verwiesen, in diesem Punkt. Also an formalen Regeln. Die Genehmigung für Glyphosat läuft ja Ende Juni aus. Gibt es denn Überlegungen in der Bundesregierung, Zeit zu gewinnen und eine Vertagung der Entscheidung zu beantragen in Brüssel? Also zum Ablauf des Verfahrens in Brüssel, dass ein standardisierter Prüf- und Zulassungsprozess auch im Falle dieses Wirkstoffs Glyphosat ist, können wir derzeit keine Aussagen treffen. Wir wissen, dass dieser Ausschuss im Moment tagt. Ich hatte Ihnen erläutert, dass der Verordnungsentwurf der Kommission heute vorgelegt worden ist, dass er im Kreise der Mitgliedstaaten dann diskutiert wird. Und ob es zu einer Abstimmung kommt, wie gesagt, noch einmal, das wären Mutmaßungen und die will ich von dieser Stelle aus nicht tätigen, aber da kann man mit Sicherheit in Brüssel dann mehr erfahren, wenn es abschließende Ergebnisse dieses heutigen Beratungstages des GOPAF gibt. Angenommen, Sie einigen sich nicht. Wie geht es denn dann weiter, wenn die Genehmigung für Glyphosat am 30.06. ausläuft? Also Frage auch an das Ernährungsministerium, vielleicht mit der Bitte um sachliche Aufklärung. Wie es dann weitergeht mit dieser Frage, ist ganz klar. Die Zulassung wurde vorläufig verlängert um ein halbes Jahr bis 30.06., um Zeit zu gewinnen, diesen wissenschaftlichen Dissens, der in Teilen existiert, weiter aufzuklären. Wenn diese Zulassungsgenehmigung ausläuft, dann gibt es keine Zulassung für Glyphosat mehr.